Moin Freunde, herzlich willkommen zurück. Wir haben jetzt eine Woche Pause gemacht, ich habe ein bisschen durchgeatmet, was YouTube-Videos angeht, habe einfach mal ein bisschen Abstand genommen, die Twitch-Streams laufen ja trotzdem währenddessen. Und es war, wenn man ganz ehrlich ist, auch in der letzten Woche nicht wirklich was, worüber man in Call of Duty groß sprechen kann. Und ich habe mir einfach fest vorgenommen, wenn nichts Interessantes ist, machen wir auch einfach mal nichts. Ich finde, und das haben schon einige größere YouTuber auch mal gesagt, bevor ihr wirklich an die Nähe von diesem Burnout kommt und einfach immer weitermacht und immer weitermacht und dann euch irgendwie Themen aus den Fingern saugt, die nicht interessant sind, man sollte es an irgendeinem Punkt auch einfach mal lassen und sagen, okay, Game ist jetzt gerade so, kein Update, nichts Interessantes, lassen wir es. Jetzt haben wir aber vorgestern die neue Tac Rifle bekommen, die ziemlich witzig ist, aber nachdem sie draußen war, eine Stunde später diese typischen Faces gesehen habe, diese... wenn man denkt, dass jetzt der Penis bereit ist, irgendwie den Mund, ihr wisst schon, was ich meine, habe ich schon gar keine Lust mehr gehabt, das irgendwie noch groß zu thematisieren. Vor allen Dingen, jeder Titel von diesen Videos war, die neue Waffe ist komplett überpowered. Und wir behandeln die Waffe einmal ganz kurz, bevor wir zum großen, spannenden Warzone-Update kommen. Die neue Tactical Rifle ist witzig, man kann damit spielen, sie ist nicht überpowered, fertig. Das ist im Prinzip die komplette Zusammenfassung. Ihr werdet die nächsten 3-4 Tage noch sehr, sehr viele Leute damit spielen sehen und dann wird sie irgendwo wieder verschwinden, weil die meisten sie dann auf Gold, Diamant oder Dark Matter haben. Und ja, die hat super wenig Rückstoß und eine super hohe Feuerrate. Dafür ist der Schaden, den sie macht, einfach sehr, sehr niedrig. Und die Bullet Velocity, das heißt, wie schnell trefft ihr euren Gegner mit euren Patronen, ist auch sehr niedrig. Das heißt, sie ist so, ich würde mal sagen, gesundes Mittelmaß. Nicht die schlechteste Waffe, nicht die beste Waffe. Einfach eine schöne Ergänzung dafür, dass wir in Season 3 im Multiplayer bisher ja tatsächlich nicht so viel bekommen haben, wie uns wirklich versprochen wurde. Unter anderem warten wir immer noch auf Standoff. Wer weiß, wann Standoff tatsächlich kommt. Und was ich in der Season 3 im Multiplayer eigentlich am schlimmsten finde aktuell, sind die Serverprobleme, die wir seit dem ersten Tag von dem Season 3 Update haben. Meiner Meinung nach, und das habe ich noch nicht groß erwähnt, in Season 3 sind die Serverleistungen, wenn man das so möchte, gravierend schlechter als in den letzten Monaten zuvor. Und ich weiß leider nicht warum. Es gibt aber was Spannendes, worüber wir uns heute gerne unterhalten wollen. Und ich zeige euch das direkt einfach mal im Browser, weil Raven Software hat mal wieder ein gutes Update rausgebracht. Und für die Leute, die Warzone interessiert, ist das hier perfekt. In den letzten Monaten war es ja so, dass man eigentlich nicht auf die Patch Notes achten brauchte, weil die Patch Notes von Raven Studios, von Treyarch, von Sledgehammer, wer auch immer sie gemacht hat, grundsätzlich falsch waren. Sachen haben gefehlt, Sachen waren schlecht, Sachen waren irgendwie da, die überhaupt nicht geändert worden sind oder Sachen sind einfach falsch dargestellt worden. Jetzt muss man, und an dieser Stelle ein dickes, fettes Lob, Raven Software macht seit der Season 3 meiner Meinung nach einen deutlich besseren Job als vorher. Und viele von euch sagen ja immer, ich bin immer nur am Meckern, das bin ich nicht, Klappe. Die machen tatsächlich einen richtig faszinierenden Job seit dieser Season. Die Patchnotes stimmen, die Dinge, die geändert werden müssen, werden schnell geändert, was mich persönlich einfach sehr überrascht, positiv überrascht. So, jetzt wollen wir auch einmal gucken, was mit diesem Update, was irgendwie auch aus dem Nichts kam und was auch sehr schnell kam, geändert wurde. Wir gehen die Sachen einzeln durch. Jeder von euch, der Warzone interessiert ist, wird das hier mit Sicherheit hilfreich finden. Für die, die vielleicht nur am Multiplayer interessiert sind, für die wird das Video nicht so interessant sein. An der Stelle, Leute, gerne Like und Abo dalassen. Cheppy freut sich natürlich über euren Support. Wann habe ich angefangen über die dritte Person? So Leute, das allererste, und das haben viele in Warzone wirklich bemängelt in den letzten Tagen, war, dass die Street Sweeper viel zu früh gefunden werden kann, viel zu häufig gefunden werden kann und dass man, wenn man noch kein Loadout hat, man im Prinzip keine Chance gegen die Waffe hat. Was sie jetzt getan haben, sie haben die normale Variante vom Ground Loot komplett rausgenommen, sie haben die seltene Variante komplett vom Ground Loot rausgenommen, sie haben die Rare Variant, das ist die lilane Variante gewesen, aus den Supply Boxes rausgenommen und die epische Variante mit 5 Aufsätzen darauf haben sie auch aus den Supplies und aus den Loots rausgenommen. Was bedeutet im Prinzip, dass diese Waffe jetzt nur noch in den seltenen Varianten ganz selten überhaupt zu finden ist. Stattdessen haben sie die normale, seltene und lila Variante der Hauer reingelegt. Einer der besten Patches
oder Teile vom Patch, die wir für Warzone hätten haben können. Die Hauer ist nicht annähernd so stark und nervig in Warzone wie die Street Sweeper. Und die Street Sweeper konnte man teilweise in jedem zweiten Kistchen finden, alle 15 Meter auf dem Boden. Hat einfach dafür gesorgt, dass jemand, der sie am Anfang gleich gefunden hat, deutliche Vorteile hatte. Nicht nur in den ersten 2 Minuten von Game, sondern auch später, wenn das erste Loadout kommen sollte. Also hier, Chapeau Leute, gut gemacht. Und dazu haben sie geschrieben, die Street Sweeper Möglichkeiten, die man irgendwie als Spieler hatte, haben dafür gesorgt, dass passives Play ganz, ganz deutlich unterstützt wurde. Das ist etwas, was die nicht wollen. Deswegen haben sie zum Großteil rausgenommen, damit es wieder mehr Möglichkeiten gibt, das Ganze auch zu kontern. Warzone-Solos meiner Meinung nach sind trotzdem komplett vercampt, machen ehrlich gesagt auch keinen Spaß. Das liegt aber nicht unbedingt an Verdansk und an Warzone an sich, sondern einfach an der Player-Community. Von daher, da kann man Raven Studios jetzt auch irgendwie keinen Strick draus drehen. Dann haben sie sich endlich darum gekümmert, was auch relativ schnell war, dass Leute in verschiedenen Locations in Warzone unter der Map glitschen konnten und sich unsichtbar machen konnten. Das haben die jetzt zum Großteil aufgehoben, ziemlich stark also. Und sie haben dafür gesorgt, dass viele Spieler, gerade auf dem PC war das so, wenn sie Verdansk gestartet haben und in dem Flugzeug waren, dass die Auflösung der Karte komplett niedrig war, als wenn man auf den niedrigsten Grafikeinstellungen spielt. Daran haben sie sich jetzt auch dran gemacht, auch das ist behoben. Dazu haben sich darum gekümmert, dass mit der Cold War AK, mit der Farah, mit der XM4 und der RPD die ADS Move Speeds und die Firing Move Speeds, das heißt ADFs, Aim Down Sights, wie schnell ihr im Ziel seid und euch dann bewegen könnt, während ihr zielt, und wie schnell ihr euch bewegen könnt, wenn ihr gerade feuert. Da ist es so, dass mit dem taktischen und mit dem SRS Combat oder Spetsnaz Stock das Ganze umgekehrt war. Ihr solltet eigentlich bessere ADS-Time bekommen, ihr habt aber eine schlechtere ADS-Time dabei bekommen und umgekehrt. Daran haben sie sich auch gemacht, haben das auch geswitcht. Eher eine kleine Änderung, aber für die Leute, die sehr irgendwie ihre Waffen darauf bilden, dass das, was da abgebildet ist, Pros und Cons, stimmt, für die natürlich super. Und dann etwas, was ich wirklich sehr faszinierend finde, ihr könnt das hier vor euch auch sehen. Sie haben sich endlich darum gekümmert, dass wir auf einen Blick schon sehen, was mit den Waffen eigentlich passiert ist. Die AMAX ein bisschen genervt, die Farah genervt, die Street Sweeper genervt, die Bullfrog etwas gleich geblieben und die Submachine Gun Hotel, das ist die PPSH, ist etwas gebufft worden. Und hier sind die einzelnen Sachen, durch die wir jetzt auch noch fix durchgehen werden. Die AMAX hat im Prinzip nur einen winzigen kleinen Nerf bekommen. Der normale Schaden von ihr ist von 32 auf 31 reduziert worden. Das ändert in Warzone erstmal für uns gar nichts, mit einer Ausnahme. Vorher habt ihr, wenn jemand 3 Platten ausgerüstet hat, brauchtet ihr 7 Schuss, genauso wie jetzt, um ihn zu töten. Vorher war es aber so, von diesen 7 Schuss reichten 5 irgendwo in den Oberkörper oder in den Kopf natürlich, um ihn zu droppen. Jetzt braucht ihr von diesen 7 Schuss mindestens 6 in den Oberkörper, um ihn zu droppen. Das heißt also, es ist ein ganz, ganz kleiner Nerf für die AMAX, wird keinen großen Unterschied machen. Ihr könnt sie immer noch sehr, sehr gut spielen, ist immer noch eine sehr, sehr gute Allround-Waffe. Aber sie haben dafür gesorgt, dass in einzelnen Gunfights ihr einfach merken werdet, dass es nicht mehr ganz so schnell droppt wie vorher. Bei der Farah haben sie sich ran gemacht, da haben sie den Headshot-Multiplier runtergesetzt von 1,5 auf 1,35. Dazu haben sie den ADS-Move-Speed um 7% reduziert, was bedeutet, dass wenn ihr im Ziel seid, ihr nicht mehr euch ganz so schnell bewegen könnt. Dieser Nerf für die Farah ist super, weil es wirklich für das ganze Game mittlerweile dafür sorgt, dass die Waffen fast alle auf einem Level sind. Es wird immer noch einige Waffen geben, die etwas besser sind, andere Waffen, die etwas schlechter sind, aber diese Brünn-Meter oder die DMR-Meter oder die FFAR-Meter, diese Meter gibt es aktuell nicht mehr. Es gibt 5, 6, 7, 8, 10 verschiedene Waffen, die man spielen kann, mit denen ihr eine Chance habt gegen andere Waffen. Dann haben sie sich auch noch an die Speed Sweeper, nicht nur wie oft sie vorkommt, sondern wie sie gehandelt wird und wie sie performt. Und all diese Patch Notes, Leute, gelten nur für Warzone, für den Multiplayer gelten die nicht. Sie haben die ganz normalen Rückstoß von der Street Sweeper erhöht, sie haben den ADS Speed von der Street Sweeper runtergesenkt
Und die Hüftschussgenauigkeit oder im Prinzip die Präzision aus der Hüfte ist auch nach unten gesetzt worden. Die Shotgun, die Speed Sweeper ist, glaube ich, immer noch, man kann sie immer noch nehmen auf Close Range, aber mit all diesen Änderungen hat man dafür gesorgt, dass es nicht mehr die Close Range Waffe ist, die man irgendwie nehmen sollte. Vor allen Dingen, wenn man sie einfach Standard so aufnimmt. Und jetzt kommen wir dann noch zu was Interessantem, was dieses ganze Metathema von ARs ein bisschen zu MPs runter reduziert. Bei der Bullfrog haben sie den maximalen Schaden von 34 runter auf 32 gesenkt. Dazu haben sie dafür gesorgt, dass die maximale Damage Range 11% weiter ist. Das heißt, ihr macht weniger Schaden mit der Bullfrog, aber auf eine höhere Distanz könnt ihr den Schaden machen. Dazu ist der Movement Speed mit der Waffe, wenn ihr keinen anderen Perk darauf habt, um 1% gesteigert worden. 1% klingt nicht viel, macht sich aber bemerkbar meiner Meinung nach. Und die Sprint-Out-Speed, das heißt, wie lange braucht ihr aus dem Sprint, bis ihr die Waffe abfeuern könnt, ist um 13% reduziert worden. Das heißt, die Waffe ist jetzt auf Long Range etwas stärker, auf Close Range etwas schwächer. Dadurch, dass der Headshot-Multiplier von der Bullfrog sehr hoch ist und die Waffe im Prinzip dafür gesorgt hat, dass ihr dadurch, dass sie so genau in Warzone ist, auf kurze Distanz sehr viele Headshots machen konntet, war sie einfach etwas zu stark. Jetzt ist es so, dass Raven Software sich gesagt hat, wir switchen das bisschen. Ihr bekommt im Prinzip fast den gleichen Schaden, ihr bekommt ein bisschen mehr Reichweite, dafür müsst ihr jetzt aber auch ein bisschen mehr und ein bisschen besser treffen. Ein guter Change für die Waffe, immer noch eine der Meta-Waffen und wird auch dabei bleiben. An die PPSA haben sich auch noch rangesetzt. Bei der PPSA ist es jetzt im Prinzip wie folgendermaßen. Die maximale Schadensreichweite ist um 4% gesteigert worden. Das heißt, ihr macht euren Schaden pro Kugel auf 4% weiter von der Reihenfolge, bevor der Schaden runterdroppt. Dazu ist der Open Bolt Delay um 80% reduziert worden. Vorher war der bei ca. 67 Millisekunden, jetzt ist er bei 11 Millisekunden. Was der Open Bolt Delay ist, ihr habt getriggert, also ihr wolltet schießen und zwischen ich gebe den Befehl, dass die Waffe schießen soll und die Kugel kommt aus dem Lauf, verging relativ viel Zeit. Das ist jetzt nicht mehr so. Das heißt, die PPSA ist immer noch nicht eine der besten Waffen in Warzone und auch im Multiplayer nicht, macht sie aber besser, als sie vorher war tatsächlich. Dazu haben sie sich eben noch um einige Aufsätze wie die Stocks, also die Schäfte gekümmert, ebenfalls um die Barrels bei den Snipern, da konnte man jetzt nicht wirklich einen Unterschied feststellen, das kann man im Prinzip fast überspringen. Und für die, die die Cold War AK mit dem Dreiervisier gerne gespielt haben, dort ist der visuelle Rückstoß von dem Visier runtergenommen worden. Das heißt, der Rückstoß sieht ein bisschen weniger aus, hilft vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen besser damit umzugehen. Und dann haben sie sich eben, das ist noch das große letzte Thema eigentlich, an die Raider KGB Stocks rangemacht. Für die Assault Rifles, für die Light Machine Guns, für die Shotguns und für die Sniper. Das ist so ein bisschen die Übersicht hier. Firing Speed ist runtergesetzt um 75%, ADS Speed runtergesetzt um 100%. Diese Changes betrifft tatsächlich immer die gleichen Aufsätze in jeder dieser einzelnen Waffenkategorien. Warum sie das gemacht haben, ist relativ einfach. Die Boni, die ihr dadurch bekommen habt, waren viel zu hoch. Die haben dafür gesorgt, dass ihr mit einem AR und einem dieser Schäfte viel, viel schneller Aim Down Sight konntet und euch bewegen konntet als mit einer MP, was natürlich nicht Sinn der Sache ist. Das Ganze haben sie jetzt runter reduziert und haben dazu eben noch ein paar Worte an die Community gerichtet. Diese Patch Notes sind die besten Patch Notes, die ich seit bestimmt 2 Jahren gelesen habe. Also absolut Respekt davor. Und dann der letzte Satz für euch, vielleicht noch interessant, wenn ihr tatsächlich immer noch Modern Warfare mögt. Finally, we would like to address concerns that we are only going to be making changes to Cold War weapons. In the future, we fully intend on taking a closer look at some of the Modern Warfare weapons that have been struggling. So, sie sagen also, Leute, wir haben gehört, dass ihr euch ein bisschen darüber aufregt, dass nur die Cold War Waffen im Prinzip bearbeitet werden. Wir versprechen euch, auch in der nächsten Zeit, noch die Modern Warfare Waffen wieder entweder zu erhöhen, zu senken, generell daran zu arbeiten. Meiner Meinung nach sind diese Changes, die gemacht haben, auch in der kurzen Zeit, ich meine, die Season hat vor 1,5-2 Wochen begonnen und sie sind jetzt schon dabei, die Dinge, die in der Season 3 nicht so gut angekommen sind bei der Community, die wieder rauszunehmen. Ich weiß nicht, was hinter den Kulissen bei Raven Software jetzt irgendwie oder Raven Studios passiert ist. Ich weiß nicht, welche Änderungen man dort genommen hat, aber die Patches kommen schnell, die Patches funktionieren, Probleme werden angegangen, zumindest in dem Rahmen, wie man sie angehen kann. Ihr müsst bedenken, Raven Studios ist ja nicht allein verantwortlich für alles. Und die Patch Notes für uns als Community stimmen einfach.
Ich persönlich bin von diesem Warzone-Update überzeugt, finde, dass es für einige Leute was Gutes dabei führt. Ich persönlich bin immer noch nicht der riesen Warzone-Fan, das aber einfach daran liegt, und das ist meine ganz eigene Meinung, ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Ich habe keine Lust mehr auf Battle Royale Games. Ich finde, Battle Royale Games haben diesen Markt seit 4-5 Jahren übernommen und es ist einfach langweilig. Der einzige Grund, warum ich überhaupt in Warzone reinsteige, ist, wenn wir uns im Stream oder ich für die Videos hier mir Solo-Spieler angucke, weil ich das sehr interessant finde. Und ja, Leute, JGOD hat das auch schon gemacht und andere auch schon. Aber es geht doch nicht darum, was andere schon gemacht haben, sondern das, was einem vielleicht Spaß macht. Also, Warzone ist einfach nicht meins. Ich gönne trotzdem jeden von euch, dass er mit diesem Patch jetzt und diesem Patch-Update vielleicht nochmal ein bisschen ein paar Vorteile hat in Warzone. Ich bin raus für heute.